Wo braucht es denn diese grundsätzliche Änderung des Bildungssystems? Also was läuft hier grundsätzlich falsch? Wie gesagt, ich denke, im Lehrplan ist noch sehr viel Aufholbedarf. Ich denke, sehr viele Sachen sind veraltet, das kann man ganz klar sagen. Die Lehrpläne werden teilweise jahrzehntelang nicht verändert. Die Welt dreht sich immer schneller und ich denke, die Lehrpläne und das Bildungssystem muss sich hier auch mitdrehen. Anders geht es nicht. Wir werden für die Zukunft ausgebildet, beziehungsweise wir sollten für die Zukunft ausgebildet werden. Und hier spielen Themen wie schon eben gesagt, Finanzbildung, Digitalisierung einfach eine wichtige Rolle und das sollte entweder als eigenes Schulfach oder natürlich auch in schon bestehende Schulfächer mit eingebunden werden, dass Schülerinnen und Schüler vor allem auch in Zukunft in den Bereichen ausgebildet werden. Im Programm der Schülerunion steht auch drinnen, dass es politische Bildung und Medienkunde erfordert. Wenn wir jetzt auch an die vergangenen Wochen denken oder Monate, Hass im Netz ist ja eigentlich kein neues Thema mehr. In welchen Bereichen sehen Sie hier Potenzial, dass auch mehr Bewusstsein über die Lehrpläne eben dann über den Unterricht in diesem Bereich geschaffen wird? Ja, also wie schon eben angesprochen, Hass im Netz wird immer größer, ist auch an den Schulen ein großes Thema, gerade auch bei Jugendlichen. Ich denke, eine digitale Grundbildung muss einfach jeder Schüler und jede Schülerin haben. In Zeiten wie diesen der Digitalisierung ist das einfach notwendig. Ansonsten werden wir in Zukunft noch sehr viele Probleme haben. Ich denke ganz grundsätzlich, dass es einfacher sein sollte, solche aktuelle Themen, auch wenn es nicht mehr ganz aktuell ist, es sollte einfacher sein, diese Themen in die Lehrpläne mit aufzunehmen. Es sollte hier eine Änderung der Systeme geben, weil das Bildungssystem einfach ja, zum Teil sehr veraltet ist und es schwierig ist, neue Sachen hineinzubringen. Da liegt es natürlich an der Politik, diese Systeme zu ändern und sich auch einmal Neues zu trauen und nicht einem Bildungssystem, das sehr viele Jahrzehnte schon alt ist, zum Teil auch Jahrhunderte, dem immer zu folgen. Denn wie schon eben gesagt, die Welt dreht sich schnell und wir müssen uns mitdrehen.